Hey, yo together, and very welcome to a short information video. Will also be in German. Just 2 minutes of your time, maybe one. So the semester is over for now, which means I got some time left again, which I can spend into YouTube. So there are no real plans in changing anything currently. I just will get back for the time being to two Battle for Middle Earth videos, one Sins of Azula video, and two StarCraft 2 videos. Maybe I will letter something, I don't know. But for now, that's how it is. I was thinking about maybe shifting Sins of Azula Empire again to XCOM 2, but I don't know if people actually would like that. Both games don't have that many views. XCOM 2 can be very frustrating, Sins of Azula Empire can be a very long game, so I really don't know how I'm going to proceed there. Maybe I will kick one of those and then I will stick to 4 videos a week, I don't know. But yeah, basically those are my plans. If you have any feedback or wishes, you can write them in the comments below, but don't expect too much. Yeah, basically that's all I wanted to say for all the guys who are watching my content in English. And now I will switch to German. So thank you again for watching. As always, I wish you a very nice day and goodbye. Hey all zusammen und herzlich willkommen zum kleinen Informationsvideo. Vorneweg, ganz wichtig, das Community-Projekt wird weitergehen. Schlacht Mittelerde 2, Community Clash, der geht weiter. Ich weiß noch nicht genau wann, ich denke mal Samstag in 2 Wochen, das wäre der 17., nee 16., vielleicht auch schon der 9., da bin ich nicht sicher, obwohl es jetzt knapp wäre, weil es unter eine Woche ist, als Vorbereitung. Ich glaube, ich werde den 16. ansteuern, 16. sollte es wohl sein. Da geht's dann weiter, ich schreibe es auch nochmal in die Skype-Gruppe, das hier ist das Infovideo dazu, also wer sich nicht anmeldet, Pech gehabt. Aber wer da einmal nicht dabei ist, hat ja kein Problem. Also es bleibt alles beim gleichen. Community Clash geht weiter wie gehabt bis zum bitteren Ende. Genau. Dann werden weiterhin, habe ich mir erstmal vorgenommen, jetzt wo das Semester vorbei ist, wieder 5 Videos in der Woche kommen. 2 Herr der Ringe, 2 StarCraft, 1 Sins of the Solar Empire. Ich weiß noch nicht, ob ich Sins of the Solar Empire wieder kicken werde. Es macht zwar Spaß, aber das Feedback ist schon eindeutig. Es ist ein langatmiges Spiel, man sieht nicht viel. Die Views sind so lala. Ist nicht schlimm, ne? Da kommt nicht zwingend an, aber es muss sich auch für mich ein bisschen lohnen. Und wenn das Interesse nicht so da ist, wie ich mir das wünsche, dann lohnt es sich für mich nicht. Also das ist so. Vielleicht wieder XCOM 2, vielleicht auch auf Deutsch, wenn das mehr Leute gucken wollen, würde ich mir überlegen. Ich würde es lieber auf Englisch machen, weil. Obwohl dieser duale Channel nicht so ein super Erfolg ist. Aber ich promote auch nichts und schwierig. Egal. Wie auch immer, das sind's eigentlich schon gewesen, die Informationen. Community Clash und die Videos gehen weiter und dann wird man sehen. Ansonsten Wünsche, Anregungen, Feedback immer in die Kommentare. Ich gehe selten drauf ein, also ich antworte eigentlich immer, aber selten mache ich das, was die Leute wollen, so bin ich einfach. Wenn einer jetzt sagt, ja, mach doch mal dies und das, dann ist mir das einfach zu wenig. Wenn plötzlich 50 Leute daherkommen und sagen, boah, mach das mal, dann täte ich mir das definitiv ordentlich überlegen, weil dann sehe ich Heu. Das ist ja ein Achtel meiner ganzen, unserer ganzen Basis, wenn man so will. Ja, ne? Von dem her, aber bei einer Person, die einen Wunsch äußert, meine Zeit ist halt auch begrenzt. Ich mache jetzt sehr viel mit Guild Wars 2 zum Beispiel rum. Kommt am 22. September die Erweiterung raus, weiß nicht genau. Da will ich auf jeden Fall die Story spielen, weil einfach unglaublich geil. Ja, ich könnte auch das aufnehmen, aber es gibt so viel Content zu jedem Spiel, überall. Mit Herr der Ringe habe ich halt irgendwie eine schöne Nische entdeckt, glaube ich, weil das nicht so viele machen. Da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn da... Ich freue mich immer über mehr Leute. Wer nicht, ne? Darauf kommt es nicht an, wie gesagt, aber ich bin auch nur ein Mensch und natürlich freue ich mich, wenn mehr Leute mein Zeug schauen. Auf der gleichen Seite versuche ich mich zurückzubesinnen, dass ich mit 10 Abonnenten angefangen habe, vor 5 Jahren oder so. Nicht der größte Wachstum jetzt bei knapp 400, aber es geht und wir haben alle Spaß und darauf kannst du haben. Ne? So, Infovideo vorbei, will das nicht zu lang ziehen. Ab nächste Woche, also die, die jetzt dann schon kommt, ab Dienstag geht es dann wieder los mit Herr der Ringe, wenn ich es noch hinkriege. Ich hoffe, dass ich nicht jetzt rumballer. Ich werde jetzt gleich Sins of a Solar Empire aufnehmen, deswegen auch die Headsets. Dann geht's weiter mit StarCraft, dann mache ich noch Guild Wars.
Aber das nehme ich nicht auf, ne, spiele ich für mich. Mal gucken, ja. Es sei denn, ihr habt da voll Bock drauf, aber ich mache eigentlich nichts. Ich laufe einfach bloß täglich Fraktale und das war's, ne. Ist jetzt nichts Besonderes, wo ich euch zeige oder ist eigentlich noch langweiliger, in Anführungszeichen, als Darkrai, falls immer das gleiche ist. Gold farmen und das war's. Egal, damit vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war informativ. Und dann wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao.